Mit ihrem zweiten Entlastungspaket will die Bundesregierung ab Juni hauptsächlich Pendler entlasten und auch die stark gestiegenen Heizkosten senken. Denn seit dem Ukraine-Krieg sind die Energiepreise noch einmal deutlich gestiegen. Ein Liter Diesel kostete zwischenzeitlich mehr als 2,30 Euro, also 75% mehr als noch vor einem Jahr. Auch der Preis von Heizöl hat sich im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr in etwa verdoppelt. Und auch die Strompreise sind teils um mehr als ein Drittel gestiegen. Wie sehr bremst das die Nachfrage? Was bringt das Entlastungspaket der Regierung wirklich? Und ist es überhaupt die richtige Maßnahme? Darüber wollen wir jetzt reden. Zum einen mit Durait El-Obeid zu meiner Rechten. Er ist Vorstandschef beim Verband Mittelständische Energiewirtschaft Deutschland und vertritt dort unter anderem die Interessen von freien Tankstellenbetreibern, Tanklagerunternehmen und Mineralölimporteuren. Und zu meiner Linken mit Professor Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und ein Verfechter der Energiewende. Herr Quaschning, vielleicht mal zum Anfang. 300 Euro Energiegeld für alle Einkommenssteuerzahler und 90 Tage vergünstigter Nahverkehr für uns alle. Reicht das aus, um die gestiegenen Preise abzufedern und ist das die richtige Maßnahme? Na, das ist erstmal die Frage, was für Ziele wir uns setzen wollen. Wir wissen, dass wir mit dem Kauf von Öl und Gas den Krieg in der Ukraine mitfinanzieren. Wir wissen, dass wir eigentlich 2035 gar kein Erdöl und kein Erdgas mehr verbrennen dürfen in Deutschland, wenn wir die Klimakrise nicht aus dem Ruder laufen lassen wollen. Und darauf muss ja eine Energiepolitik steuern. Nun haben wir natürlich sehr schnell steigende Energiepreise gesehen. Das heißt, natürlich trifft das einige Menschen hart, aber das muss man ausgleichen, aber nicht mit der Gießkanne. Das heißt, Menschen, die sich für 50.000 Euro ein SUV kaufen können, die brauchen jetzt keine Tankrabatte. Wir müssen ja bei diesen ganzen Aktionen wirklich diese Lenkungswirkung nicht aus dem Auge verlieren. Wir müssen ja gleichzeitig die Ukraine-Krise versuchen, in den Griff zu bekommen, die Abhängigkeit von russischem Öl. Und wir müssen gleichzeitig natürlich dafür sorgen, dass wir die Klimakrise in den Griff bekommen. Und das kriegt man nicht hin, indem man für alle Benzin billiger macht. Also das ist das komplett falsche Signal. Und deswegen, man muss zielgerichtet helfen, den Menschen, die ein geringes Einkommen haben und von diesen Preissteigerungen überfordert sind, auf alle Fälle einkommensabhängig, ja, aber nicht mit der Gießkanne für alle Menschen mit teuren Autos irgendwelche Tankrabatte vereinbaren. Das ist auf alle Fälle das komplett falsche Signal. Herr El-Obeid, wie sehen Sie das denn? Also ich glaube, die Politik stand da einfach unter enormem Handlungsdruck. Sie haben es ja richtig gestellt, die Preise sind gestiegen und zwar deutlich schneller, als man es erwartet hat. Und ich glaube, die Gesellschaft und der Bürger hat einfach eine Erwartungshaltung, dass der Staat etwas tut. Die Nachbarländer haben das auch getan. Man hat in Frankreich da relativ schnell reagiert, hat einen Tankrabatt gegeben. Und ich glaube, das ist einfach eine Maßnahme, um ein Signal zu setzen. Ich glaube, das ist nicht so, dass man damit das Thema den Masterplan für Energiewende vielleicht unmittelbar verfolgt, sondern es geht einfach darum, Schmerzlinderung zu betreiben. Und ich halte das grundsätzlich auch wichtig, dass man an der Stelle nicht sagt, es wird noch teurer und lässt das immer weiter teurer werden, sondern dass man erstmal einen Kompromiss anbietet, finde ich absolut, halte ich für sehr gerechtfertigt, weil wir haben soziale Schichten, die im Grunde genommen diese höheren Preise, egal ob das im privaten Bereich oder im gewerblichen Bereich ist, eigentlich sich nicht leisten können. Können Sie es uns vielleicht nochmal auffächern, Herr El-Obeid? Wie setzt sich denn so ein Spritpreis jetzt speziell zusammen? Da ist ja schon ein sehr hoher Steueranteil in Deutschland drauf. Genau, also wir haben in Diesel schon sind das 47 Cent pro Liter rein, die Energiesteuer. Es sind 65 Cent sind das in Benzin. Und dann kommt dazu noch die BEHG, also sozusagen die CO2-Tickets, die noch oben drauf gerechnet werden seit 2 Jahren. Das sind auch um die 10, 12 Cent circa pro Liter. Und dann kommt die Umsatzsteuer noch oben drauf. So. Und von daher haben wir einen sehr hohen Abgabendruck im Kraftstoffbereich. Und man muss auch eins sagen, je höher die Preise sind, desto mehr Vorteil kriegt auch der Staat, weil je höher der absolute Preis, desto höher ist die Umsatzsteuer, die der Staat auch bekommt. Und ich glaube, wenn wir jetzt diesen Rabatt, die Steuersenkung am 1.6. nochmal betrachten, das sind dann mit inklusive Umsatzsteuer in Benzin sind es über 30 Cent, 35, 36 Cent. Das sind 17 Cent in Diesel. Und da muss man auch einsehen, vergleichen wir mal die Preise mit den Nachbarländern. Dann bewegen wir uns wieder auf dem Niveau, wo wir mit den Nachbarländern einigermaßen vergleichbar sind. Polen ist immer noch günstiger als Deutschland.
Sie haben gerade gesagt, 17 Cent pro Diesel, für den Liter Diesel gibt es Rabatt. Und zwar funktioniert dieses Preissenkungspaket ja so an der Tankstelle, dass quasi die Mineralölsteuer auf ein Mindestmaß abgesenkt wird für 3 Monate von der Bundesregierung. Die Frage ist ja, die sich jetzt aber alle stellen, werden Sie diesen Rabatt zu 100% an die Kundinnen und Kunden weitergeben? Also werden das Ihre Verbandsmitglieder auch so tun? Ja, ich gehe davon aus, es gibt da muss man mal sehen, wie wirkt eigentlich dieser 1.6. Der ist erstmal damit verbunden, dass ich die ganzen Produkte, die ich vor dem 1.6. eingekauft habe, also die Kraftstoffe, die in der Tankstelle im Tank liegen, die habe ich ja relativ teuer eingekauft und ich werde sie dann ab dem 1.6. deutlich günstiger verkaufen müssen. Und das ist erstmal mit einem wirtschaftlichen Verlust verbunden. Und da muss man unterscheiden, wer kann sich das leisten, wer kann sich das weniger leisten. Die großen Konzerne, ich gehe davon aus, dass die diesen Rabatt schon weitergeben werden. Ich erwarte eigentlich auch in voller Höhe, weil man als Konzern doch stark unter Beobachtung steht und auch von den Medien doch genau betrachtet wird. Es gibt immer wieder Vorwürfe, dass man zu teuer verkauft und da Sondergewinne erwirtschaftet. Und einfach um dem glaube ich, nicht nachzukommen und nicht unter Verdacht zu stehen, gehe ich davon aus. Das ist aber nur eine Vermutung, dass dieser Rabatt zügig weitergegeben wird. Der kleinere, und das sind unsere Mitglieder, der eben frei den Kraftstoff einkauft und verkauft, der leidet dann schon unter diesem Schmerz oder diesem wirtschaftlichen Verlust zum Monatswechsel und wird versuchen, diesen Verlust so gering wie möglich zu halten. Ich vermute mal, dass man nicht sofort den ganz niedrigen Preis einstellen möchte. Allerdings muss man eins sagen, wenn ich eben teurer bin als die anderen, dann wird auch bei mir weniger getankt. So dass ich aufgebe, wir werden ein heterogenes Bild haben, was sich nach ein paar Tagen, aber ich glaube, sicherlich wieder ausgleichen wird. Verhältnisse dann wie heute, wo die Preisabstände bekannt sind, wo man sie an der Straße ablesen kann. Am Anfang wird es durcheinander geben und später dann wird sich das wieder einigermaßen egalisieren. Das ist meine Erwartungshaltung. Aber der Hintergrund ist, wie gesagt, es ist halt mit dem wirtschaftlichen Verlust verbunden, weil ich teure Ware einkaufe, günstige anbieten kann. 3 Monate später ist der Effekt wieder umgekehrt. Und dann habe ich den umgekehrten Effekt, aber es ist halt nicht gewährleistet, ob ich denn tatsächlich auch dann Ende des Monats genug Kraftstoff in meinem Tank habe, um dann den wirtschaftlichen die Kompensation auch in Anspruch nehmen zu können. Jetzt hört man es schon so aus den Zwischentönen raus. Die beide sind aus unterschiedlichen Gründen nicht so ganz einverstanden mit der Maßnahme der Bundesregierung als richtiges Mittel. Was sagen Sie denn dazu, Herr Quaschning, dass das jetzt für 3 Monate kommt, dieses Entlastungspaket, was quasi an der Tankstelle gilt und auch natürlich der zweite Teil, was dieses verbilligte Monatsticket bei der Bahn angeht, dieses 9-Euro-Ticket? Naja, wir machen jetzt über 3 Monate ja mehr Schaden als Nutzen. Das heißt, es gibt ja sehr viel Chaos jetzt erstmal beim Einführen, auch bei dem 9-Euro-Ticket sind am Anfang jetzt die Tickets gar nicht verfügbar und die Züge werden sehr voll sein. Das schreckt dann eher dann Leute, die regelmäßig auf die Bahn angewiesen sind, ab. Und natürlich lockt es auch die einen dahin, klar, vollkommen klar. Und auch bei den Spritpreisen haben wir gesehen, es wird einfach diese ein und für und dann auch wieder, wenn es zurückgemacht wird, auch wieder diese Verwerfung entsprechend geben. Es wäre wesentlich sinnvoller gewesen, eine längerfristige Entlastung für Menschen mit geringem Einkommen zu machen, die dann dauerhaft, weil ich meine, wenn ich kein geringes Einkommen habe, dann habe ich in 3 Monaten ja schon wieder ein Problem. Das heißt, damit habe ich diesen Menschen nicht geholfen. Und die anderen, also die ein mittleres oder hohes Einkommen haben, für die das ja eher Mitnahmeeffekte sind, die nehmen halt diese 3 Monate dankend in Kauf. Aber das hilft nicht sehr viel. Und dann muss man natürlich auch sagen, was finanzieren wir dann am Ende damit? Also natürlich ist schon so, dass die Mineralölkonzerne jetzt durchaus sehr, sehr sprudelnde Gewinne haben. Wenn man auf die Zahlen der großen Mineralölkonzerne schaut, dann haben die besten Zahlen seit Jahren entsprechend vorgelegt. Das heißt, wir finanzieren jetzt auf Pump Tankrabatte und dann auf der anderen Seite sieht man die exorbitant großen Gewinne der großen Ölkonzerne. Und das ist etwas, was ich irgendwie überhaupt nicht verstehe. Das heißt, wir haben jetzt wirklich Schulden, die wir ja machen. Das Geld ist ja nicht irgendwo da, dass irgendjemand gönnerhaft jetzt Geld an die Menschen verteilen muss. Das müssen wir ja wieder zurückzahlen. Das heißt, unsere Kinder werden das irgendwann mal wieder bezahlen müssen und irgendwelche Aktionäre haben gute Gewinne. Das heißt, wir müssen schauen eigentlich, dass wir versuchen, hier wirklich auf eine Kostengerechtigkeit in den Bereich zu kommen und dass wir die Menschen, die es wirklich brauchen, langfristig entlasten und nicht irgendwelche Hauruck-Strohfeueraktionen machen, die keinem wirklich helfen.
Herr L. Obeid, können Sie das nachvollziehen, was der Herr Quaschnik da sagt, dass quasi einfach der Steuerzahler Ihren Verbandsmitgliedern jetzt die Taschen voll macht? Ja, ich glaube, es ist ja erstmal, wie ich gesagt habe, erstmal eine Situation herzustellen, ein Angebot zu machen, eine Möglichkeit zu haben, preisdämpfend zu wirken. Das ist, glaube ich, allen klar, dass das auf Dauer keine Strategie sein kann, permanent Zuschüsse zu bezahlen der Bevölkerung, sondern das ist ein vorübergehendes Phänomen und auch eine vorübergehende Maßnahme. Ich weiß nicht, ob man das wirklich verlängern wird. Ich vermute eher nicht, aber man muss ein Signal setzen. Der andere Punkt ist der, was vielleicht die Konzerne angeht. Die Ergebnisse der Konzerne, die kann man an den Zahlen ablesen. Das müssen wir jetzt nicht kommentieren. Da gibt es gute, gibt es schlechte Jahre. Ich bin auch kein Verteidiger der Konzerne, aber wenn ich mit denen spreche, ist es schon so, die Strategie bei vielen Konzernen ist ja auch, grüner zu werden. Und das ist ja auch nicht so einfach nur eine Idee, eine Vision, sondern die Raffinerien wollen nach und nach umstellen. Sie werden nach und nach grüner werden. Man geht hinein in die Produktion von grünem Wasserstoff. Man versucht, eine Shell beispielsweise ist mittlerweile also auf einem guten Weg in einen Stromkonzern hinein. Also was ich damit sagen möchte, es ist nicht so, dass selbst wenn wir jetzt Gewinne haben, es ist nicht so, dass es auf Dauer auch so unbedingt bleiben muss. Es gibt auch da eine Transformation hin zu einem, sag ich mal, von einer Raffinerie zu einem Energiehub, der eben auch zunehmend grüner werden soll und auch mit grünem Wasser unter anderem. Also die Transformation findet statt. Und ich bin der Auffassung, dass die Gewinne, die man heute erwirtschaftet, die wird man nutzen, um in die Zukunft zu gehen, um genau solche Maßnahmen, wie ich sie gerade beschrieben habe, umzusetzen. Deswegen will ich das nicht so negativ betrachten. Ich glaube, diese Mittel werden nicht einfach nur an die Aktionäre ausgeschüttet, man feiert die Gewinne, sondern diese Ergebnisse werden, das geht aus meinem Gehirn, genutzt, um diese Transformation auch zügig umzusetzen. Herr Quaschning, Herr L. Obeid sagt, die Einnahmen werden verwendet, um die Energiewende voranzubringen. Auf der Industrieseite geht Ihnen das schnell genug? Naja, wir wissen ja seit 30, 40 Jahren, dass wir eine Energiewende brauchen und die großen Ölkonzerne machen ja auch seit 30, 40 Jahren Gewinne. Da waren manchmal schon irgendwelche Aktionen. BP ist ja mal in die Solarenergie eingestiegen, Shell auch, dann wieder ausgestiegen. Also insofern so diese richtig großen Transformationen, die man seit 20 Jahren ja hätte mit den Gewinnen schon machen können, haben nicht stattgefunden. Und natürlich, es wird jetzt weiterhin noch nach Öl gebohrt. Es werden versucht, alternative Lieferwege zu machen. Wir bauen auch das Gasgeschäft aus, in dem Flüssiggas transportiert wird. Alles die Sachen, die wir eigentlich im Zuge der Klimakrise gar nicht machen dürfen. Und man muss natürlich sagen, es wird immer über diese hohen Steuerlasten gemeckert. Wenn wir uns die Kosten des Straßenverkehrs anschauen, dann decken diese hohen Steuerlasten nicht die kompletten Kosten ab. Das heißt also, wenn wir jetzt noch Subventionen machen, dann finanzieren wir im Prinzip Gewinne über Steuermittel, also von Steuerzahlerinnen und Steuern. Das heißt, wir zahlen das an anderer Stelle über unsere Mehrwertsteuer, über die Einkommensteuer und dann zahlen auch Menschen, die gar kein Auto haben, etwas dafür. Und das muss man irgendwo sagen, ich habe da nach wie vor ein Problem damit. Also wir müssen schauen, dass wir die einkommensschwachen Menschen entlasten. Aber diese Art und Weise ist auch hinsichtlich dessen, was wir gerade gesehen haben. Wir haben heute den G7-Gipfel gehabt. Es wurde beschlossen, bis zum Jahr 2025 alle Subventionen auf fossile Rohstoffe zu streichen. In Deutschland haben wir schon 65 Milliarden Euro Subventionen für fossile Energien. Und jetzt legen wir noch einen oben drauf. Das ist, wie gesagt, das falsche Argument. Wir müssen jetzt gerade, die Preise werden ja hoch bleiben. Das heißt, wir brauchen eine dauerhafte Lösung für die Menschen, die überfordert sind. Und dann die Energiekonzerne mit irgendwelchen Gewinnen dann zur Transformation zu verhelfen, ist, glaube ich, jetzt nicht das, was Priorität Nummer eins hat. Naja, aber jetzt ist ja erstmal kurzfristiges Handeln gefragt. Also ich denke mal, viele Pendler, die wollen eben jetzt einen Ausgleich sehen dafür, dass die Energiepreise gestiegen sind, um nicht langfristig in die Röhre zu schauen oder um sich einen neuen Job suchen zu müssen. Und ein Busnetz umzustrukturieren oder vielleicht Eisenbahnstrecken auszubauen, das sind ja Maßnahmen, die dauern ja doch schon mindestens 1, 2, wenn nicht gar 5 oder 10 Jahre. Also ist das Entlastungspaket vielleicht nicht doch die richtige Variante, jetzt erstmal, um kurzfristig den Leuten unter die Arme zu greifen?
Ja, man kann das Geld ja nur einmal ausgeben. Das heißt also, das Geld, was ich jetzt praktisch ausschütte, auch an Menschen, die es vielleicht dankend annehmen, aber nicht wirklich brauchen, das fehlt natürlich dann an anderer Stelle zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Das fehlt an anderer Stelle, um wirklich unser Verkehrssystem umzubauen. Wir müssen ja weg vom Auto, weniger Auto fahren, mehr Fahrradwege, das Radwegenetz muss ausgebaut werden. Wir müssen schauen, dass wir das Bahn- und Busnetz attraktiver machen, dass wir da versuchen, die Preise niedriger zu machen, aber auch nicht irgendwie mit dem neuen Euro-Tickets, sondern das so senken, dass es auch sich die Leute entsprechend dauerhaft leisten können und nicht mal für 3 Monate. Da würden wir das Geld viel, viel dringender brauchen, als wie gesagt, da Subventionen kurzfristig rauszuhauen. Nochmal gesagt, es gibt Menschen mit geringem Einkommen, da spricht überhaupt nichts dagegen, diese Menschen zu entlasten, aber wie gesagt, nicht mit der Gießkanne den Autoverkehr subventionieren, das ist immer die falsche Variante. Herr Quaschning hat es gerade angesprochen, das 9-Euro-Ticket nochmal. Befürchten Sie, Herr El-Obeid, da schon, dass quasi jetzt in den Sommermonaten an den Tankstellen quasi die Zapfsäulen leer bleiben, weil alle Leute mit der Bahn nur noch unterwegs sind? Nee, das glaube ich nicht. Es kann sein, dass vielleicht in den Städten das etwas weniger getankt wird, weil das, muss man sagen, ist ein hervorragendes Angebot für 9 Euro. 9 Euro, das ist kaum zu schlagen. Das kann durchaus sein. Aber ich rechne nicht damit, dass wir da genommen leere Tankfelder haben werden, sondern man wird nach wie vor, gerade wenn man längere Strecken fährt, außerhalb der Stadt fährt, auch Punkt-zu-Punkt-Verkehr, glaube ich schon, dass man den Pkw weiterhin nutzen wird. Ich finde zwar dennoch, als, wie gerade gesagt, als vorübergehende Maßnahme halt es schon durchaus für sinnvoll, so ein Angebot zu machen. Es ist auch so, dass sich der ein oder andere, der vorher weniger ÖPNV genutzt hat, wird dann sicherlich das als Option wahrnehmen und zukünftig das davon vielleicht häufiger Gebrauch machen. Und diese Maßnahme halte ich auch für sinnvoll. Ich halte es auch für sinnvoll, nach und nach den Verkehr in den Innenstädten sicherlich zu entlasten. Und das trägt möglicherweise dazu bei. Durat El-Obeid und Volker Quaschning mit Einschätzungen zum Entlastungspaket der Bundesregierung. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Danke auch für die Einladung. Sehr gerne.